Ja, herzlich willkommen zum Montags-Team-Call, wie jeden Montag um 20 Uhr. Heute geht es um das Thema Provisionswettbewerb von Isagenix, wo man bis zu 5.000 Dollar im Monat dazu verdienen kann. Das ist ja jetzt ein Drei-Monats-Zyklus gewesen bis Juni. Da haben wir mal den Test gehabt, um alles zu lernen. Im Juli hatten wir gehabt 4 Wochen Zeit, bestimmte Kriterien zu erfüllen, um dann bis zu 5.000 zu verdienen. Und jetzt hat es mit heute wieder ein 4 Wochen-Zeitraum begonnen. Und da vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, gutes Geld zu verdienen und sich aus diesem Pool etwas rauszuholen, wollen wir ein bisschen auch in die Details reingehen, damit auch diejenigen, die sich bis jetzt noch nicht beschäftigt haben, damit auch einen Überblick bekommen, wie kann man sich da wirklich zusätzlich Urlaubsgeld holen. Ich kann Ihnen nur sagen, der erste Pool, der ja, jetzt letzte Woche, glaube ich, ausbezahlt worden ist, der bis zum Juni gegangen ist. Da haben manche Personen zwischen 1.800 bis zu 10.000 extra Geld rausbekommen. Der Pool-Wettbewerb ist aber auch über 3 Monate gelaufen, darum war auch die Summe dementsprechend hoch. Jetzt ist es so, dass man nicht 3 Monate bestimmte Kriterien erfüllen muss, sondern nur 4 Wochen. Das war jetzt die letzten 4 Wochen so. Und manche werden wieder bei den Gewinnern dabei gewesen sein, dass sie sich Geld aus diesem Pool rausgeholt haben. Und jetzt hat es mit gestern wieder begonnen. Wo findet man überhaupt Informationen? Am besten, ich gebe kurz den Bildschirm frei, man geht auf diese Seite, die heißt Isagenix Business, also eu.isagenixbusiness.com. eu.isagenixbusiness.com. Dann kann man da rechts die Sprache wählen. Man muss also nicht auf Englisch lesen. Ich kann da auf German gehen. Dann habe ich das Ganze auf Deutsch. Ja. Und bei dieser deutschen Informationsseite gibt es da Promotions. Und es ist eine Promotion. Und da kann ich auf Promotion draufgehen. Da sehe ich sowohl diesen 20% Produkteinführungsbonus, den vielleicht manche kennen, auch diese Rangaufstiegsboni und unterschiedliche Dinge. Auch den Lifestyle-Bonus, alles, was da gibt. Aber es gibt auch hier diesen 10K Second Sprint. Das heißt, wenn ich da jetzt draufklicke, dann habe ich hier die Qualifikationszeiträume dieser Aktion, die es jetzt gibt. Und ihr seht, es war jetzt von 26. Juni bis 23. Juli der Wettbewerbszeitraum. Und jetzt hat am 24. Juli, also mit heute, hat einfach dieser Wettbewerbszeitraum bis 20. August begonnen. Also das heißt, für diese Promotion 24. Juli bis 20. August, was muss man machen? Man muss mindestens 3 Leute direkt registriert haben, also Kunden, die auch dann vielleicht auf Partner umswitchen, aber jeder wird als erst als Kunde registriert. Mindestens 3 Leute ins Team bringen, selbst registrieren, egal ob du die dann auf dein linkes oder rechtes Bein setzt, völlig egal. Mit mindestens 100 QV, also qualifizierten Punkten und Abo. Das heißt, die Person muss registriert werden mit mindestens 100 Punkten und Abo. Und davon brauchst du in diesem Zeitraum von diesen 4 Wochen 3 Personen, die du selbst registrierst. Ja? Wenn du diese Personen registriert hast, dann kannst du mit denen arbeiten. Wenn die von dir die Unterstützung bekommen, dass die selbst jemand registrieren, dann hast du in der nächsten Ebene, also in der zweiten Ebene unter deinen Leuten drunter, wenn die Leute registrieren, bekommst du jedes Mal dafür 2 Punkte. In der dritten Ebene 3 Punkte, in der vierten Ebene 4 Punkte. Und wenn du insgesamt in den 4 Wochen 20 Anteile mindestens hast, dann bist du beteiligt an dem Pool, wo du bis maximal 5.000 Dollar Auszahlung im Folgemonat dann erhältst. Das heißt, was machen wir? Wir helfen einfach Menschen, die wir ins Geschäft bringen, dass die selbst Erfolg haben und ihre ersten Leute ins Geschäft bringen. Und dann helfen wir denen, die da wieder ins Geschäft kommen, wieder und dann wieder. Kann es vielleicht ganz einfach auch erklären. Stellt euch vor, ihr schreibt jemanden ein und helft dieser Person, dass diese Person bei uns
im Isaac-Jennings-Geschäft auszahlungsberechtigt ist. Was braucht dann diese Person, dass sie auszahlungsberechtigt ist? Sie Ja, braucht fünf Punkte. zwei Personen selbst registrieren. Einen am linken und einen am rechten Bein. Also Consultant muss die Person sein. Wenn ich zum Beispiel jetzt den Thomas Fink registriere und ich helfe ihm, dass er auszahlungsberechtigt ist, dann hat er schon zwei Leute registriert. Das heißt, er hat schon zwei von den dreien, die er braucht für den Pool. Ist das richtig? Bedeutet aber für mich, dass ich den Thomas geholfen habe, zwei unter ihm zu registrieren. Das heißt, es sind für mich zweimal zwei Punkte. Es sind vier Punkte schon für meinen Pool. So, jetzt will der Thomas innerhalb der ersten 60 Tage Manager werden, dass er sich auch diese circa 500 Euro Provision holt. Dann hilft der Thomas seinen zwei Leuten, dass die jeweils zwei unter sich haben. Richtig? Das heißt, der Thomas hat dann vier Leute in der zweiten Ebene. Das heißt, für den Thomas sind es vier mal zwei Punkte, also acht Punkte für den Wettbewerb. Was ist es für mich, wo ich diesem Team Unterstützung gebe? Für mich sind den Thomas seine zwei Direkten, sind zweimal zwei Punkte für mich, sind vier Punkte. Aber er hat dann vier Leute ja drunter in der dritten Ebene, jeweils zwei unter seinen zwei Eingeschriebenen, dass die zwei Consultants entstehen. Das sind dann viermal drei Punkte für mich. Sind 12 Punkte. Plus die zwei von ihm von der zweiten Ebene sind vier Punkte, dann sind es 16 Punkte für den Wettbewerb. Von diesen 20 Punkten, die ich benötige, nur weil ich den Thomas geholfen habe, Manager zu werden. Das heißt, mit einem Manager entstehen schon 12 Punkte. Wenn jetzt darunter noch Leute sind, die sagen, ich habe auch ein paar Personen, die ich gerne einschreiben würde, dann geht es dann schon Richtung 4 Punkte pro Person. Wenn da der eine oder andere noch, wenn da zwei, drei Leute jemanden noch registrieren in der dritten Ebene, dass es bei dir in der vierten Ebene drei Leute entstehen, sind es drei mal vier, hast du wieder 12 Punkte. Das heißt, Menschen, die wir unterstützen, dass sie erfolgreich werden, dass sie Manager werden innerhalb dieser 4 Wochen. Der Manager hat die Person nur sechs Leute im Team. Wir reden da nicht über Riesenteamgröße. Der hat nur zwei eingeschrieben, die jeweils zwei unter sich haben. Und schon sind es 12 Punkte für dich. Das heißt, wenn du da hilfst, Menschen, dass die Richtung Manager gehen oder Consultant gehen, dann werden sich für dich so viele Punkte ansammeln, dass du ganz locker diesen Pool gewinnen wirst. Und wir sind heute an der Startlinie. Wir haben jetzt 4 Wochen Zeit dafür, Menschen ins Team zu bringen. Es können auch Menschen sein, die du eingeschrieben hast in den letzten Wochen oder Monaten sogar, weil es zählen alle Leute, die du registriert hast, seit 26. Dezember 2022. Alle Leute, die du registriert hast seit 26. Dezember, wenn du denen hilfst, dass die Manager werden, dann fangen ja die an, Leute zu registrieren und du kriegst diese 14 Punkte, was für Manager ja dann automatisch entstehen, die zählen für dich. Natürlich brauchst du drei neue Registrierte in diesen 4 Wochen jetzt. Das ist die Grundlage. Aber du kannst mit deinen bestehenden Partnern arbeiten, dass die auf einmal Manager werden oder Consultant werden, auszahlungsberechtigt oder beginnen, Team aufzubauen. Das Geheimnis an diesem Pool ist, stell dir vor, du hilfst mehreren Menschen, dass die beginnen, ihre Teams aufzubauen. Was entsteht dadurch? 16 Leute, 10 Leute, 5 neue Leute. Was passiert dadurch? Ganz viel Volumen in deinem Team, ist das richtig? Und dadurch ganz viele Säcke. Und das Schöne ist, du hast jetzt vielleicht einen Monat richtig Gas gegeben, dass viele Leute aus deinem Team in diesen Pools gewinnen und hast damit vielleicht 10.000 Punkte kreiert. Nur die kommen jetzt so ein Großteil wieder im nächsten Monat in Form von Abos, weil die Leute die Produkte lieben, wieder bestellen. Das heißt, du bekommst nicht einmal bezahlt den Pool und die Cycles, sondern du kriegst jedes Monat von dem Wachstum, das daraus entsteht, wieder vielleicht 3, 4, 5, 10, 15, 20 Cycles jedes Monat oder sogar jede Woche ausbezahlt, nur weil du irgendwann Startschuss gemacht hast, um Leuten zu helfen, einen Pool zu gewinnen. Teams aufzubauen, entstehen dann so viele Cycles, die automatisch jede Woche für dich ein enormes Volumen bringen, ein enormes Einkommen bringen.
Welche Fragen habt ihr dazu? War es logisch? Gebt es mal vielleicht kurz Rückmeldung. Habt ihr es verstanden? Habt ihr es nicht verstanden? Welche Fragen habt ihr dazu? Dieser Call ist wirklich dafür da, dass für euch klar wird, wenn ich jetzt losstarte, helfe ich anderen. Es kann sogar sein, dass du den Pool nicht erreichst, aber jemand anderer in deinem Team. Aber es entsteht dadurch so viele neue Leute und so viel neues Cycling und Volumen, dass deine Auszahlung stetig in die Höhe geht, von Woche zu Woche. Was für Fragen habt ihr dazu? Einfach aufzeigen oder einfach melden. Gerhard, Ja, gerne. also das heißt ja vom 26. Dezember letzten Jahres, sämtliche Leute, die eingeschrieben worden sind, und aber die müssen alle aktiv sein und sie müssen auch Autoship gemacht haben, jeweils. Nein. Nicht? Okay. Wenn die bis jetzt inaktiv waren und sie entscheiden heute eine Bestellung zu machen und sie sind ab heute aktiv und beginnen heute ihre ersten Leute zu registrieren, zählt das, weil es ja zweite Ebene ist, jedes Mal 2 Punkte für dich. Oder wenn Okay. sie dann sogar in die dritte Ebene gehen, zählen es 3 Punkte für dich. Und für sich selbst zählen es dann schon 2 Punkte, die Leute. Ne? Du kannst mit denen heute beginnen zu sagen, komm, lass uns jetzt losstarten. Bis jetzt hast du geschlafen, nichts gemacht, aber lass uns jetzt einmal richtig losstarten. Und Okay. stell dir vor, diese Leute haben auf einem Ast schon gutes Volumen. Und sie bauen jetzt am zweiten Ast ihre neuen Leute auf. Klar, sie brauchen auf jeder Seite mal einen aktiven, aber dann können sie alles auf dem schwachen Ast aufbauen und dann noch in die zweite, dritte, vierte Ebene aufbauen. Dann verdienen die an jeden 300 Punkten sofort einen Cycle. Also 48 Euro jedes Mal für 300 Punkte. Plus dann vielleicht auch durch diese Anteile, die sie da sammeln, vielleicht auch noch diesen Wettbewerb bis zu 5.000 Dollar. Also die können echt super verdienen, wenn sie jetzt die Entscheidung treffen, ich starte jetzt los. Können bis jetzt Okay. inaktiv gewesen sein. Okay, danke. Blöd ist, wenn sie starten und nicht aktiv sind, weil da haben sie von den ganzen Umsätzen nichts. Also zuerst eigene Bestellung, mindestens 100 Punkte und dann losstarten. Es heißt nicht, dass die ein Abo brauchen. Jemand, der neu eingeschrieben worden ist, von den drei, die du brauchst, dass die Tür zum Tresor überhaupt aufgeht, die müssen bei der Registrierung mit Abo abschließen. Wenn die ihr Abo nach dem ersten Monat abbestellen, weil sie hier und da selbst bestellen wollen, wann sie wollen, jede 2, 3, 4 Wochen und damit ihre Aktivität bestätigen, zählt das trotzdem. Ist überhaupt kein Problem. Auch wenn die dann Leute registrieren, sie haben kein Abo, aber trotzdem qualifiziert sind mit 100 Punkten immer wieder jede 30 Tage, ist es alles vollkommen okay. Das zählt alles. Okay, ja, danke. Das Schöne ist ja auch, wenn man sich jetzt sozusagen mit einem aus seiner First Line zusammentut und sagt, wir machen das jetzt gemeinsam oder sogar vielleicht noch eine Ebene tiefer, nochmal jemand und sich zu dritt zusammentut, dann sind alle Leute, die man dann auf die Weise gewinnt, der ja dann in allen drei Wettbewerben relevant, ne? Weil für den einen sind 4 Punkte, für den anderen drei, für den nächsten 2 Punkte und du kriegst für dieselben Leute dann ja mehrfach Punkte. Und das machen gerade einige Gruppen. Danke, Peter, dass du es sagst. Ich sehe da zum Beispiel in Rupert, ja. Der Rupert hat die Kathi eingeschrieben, die wir hier sehen, und neben der Kathi sitzt die Mara, ja. Und die Mara hat auch gesagt, ich will mein Leben verändern. Ich hatte gerade eine schwierige Situation, sagt, ich werde was verändern. Und der Rupert und ich haben gesagt, wir unterstützen die zwei Damen hundertprozentig, ja. Für mich ist der Rupert erste Linie, ja. Der Rupert hat die Kathi eingeschrieben, sind 2 Punkte für mich. Die Kathi hat die Mara eingeschrieben, sind 3 Punkte für mich. Aber für den Rupert sind sie auch schon zwei, sind sie ja auch schon, weil er die Kathi eingeschrieben hat, eine direkte plus die Mara drunter sind schon 2 Punkte. Und jetzt, wenn die Mara einschreibt, sind es jedes Mal für den Rupert auch schon 3 Punkte. Aber für die Kathi ist die Mara schon die direkte. Wenn jetzt die Mara 2 Leute einschreibt, heißt das jedes Mal für die Kathi schon 2 Punkte für den Pool. Und wenn die dann, wenn wir weiter in die Tiefe gehen, helfen wir allen Beteiligten gerade, Rupert, Kathi und Mara, dass jeder den Pool gewinnt. Das Ziel ist nicht, dass einer gewinnt, sondern dass wir alle vier gewinnen. Und sogar noch mehr Leute, die jetzt ins Team kommen. Wir haben 4 Wochen Zeit, wo wir Gas geben werden. Und wenn da jeder über 20 Punkte ist, dann haben wir es richtig gemacht. Wenn nur einer über 20 Punkte ist, haben wir es falsch gemacht. Das heißt, wir helfen immer dem Untersten, dass der seinen neuen Partner gewinnt, dass wir die unterstützen, in die Tiefe arbeiten. Dann hat jeder so viele Punkte, dass sich für jeden auszahlt. Soll jeder als Gewinner rauskommen. Was auf jeden Fall passiert, das Teamwork und Teamaufbau passiert, dass
dass Umsatz entsteht in den Teams, dass die ersten Auszahlungen kommen für jeden, der beteiligt ist hier. Und das ist wichtig, dass jeder jeden Montag dann eine Auszahlung bekommt und dass das Ganze in einen Rhythmus reingeht, wo Strukturen entstehen, wo automatisch mehr Umsatz entsteht für jeden, der beteiligt ist. Gleiche mit Volker auch gemacht, wo wir da schon Calls hatten. Wir haben uns sogar den Dwayne Dyer, der ist Nummer 20 der Welt im Einkommen, bei einem Call letzten Dienstag um 17:30 dazu geholt. Das heißt, unsere amerikanische Upline wartet. Auch David Moses, manche haben vielleicht das Video gesehen. Wenn jemand den David Moses im Call braucht, weil er Englischsprachige hat, weil er einfach die große Vision zeigen will, David hilft uns auf jeden Fall. Mit dem bin ich eh ständig im Kontakt. Mit dem habe ich auch in Orlando viel Zeit verbracht. Und der ist auch neben mir gesessen in Orlando. Und das Tolle ist ganz einfach, auch der Dwayne Dyer hat uns seine Hilfe angeboten. Ja? Das heißt, wenn irgendjemand da international was aufbauen will, vielleicht englischsprachig was braucht, haben wir da die Besten der Welt, die uns damit unterstützen, auch in Calls. Das heißt, wir haben kompletten Support. Und wir alle als Führungskräfte, die ihr vielleicht eh aus den Calls schon kennt, sind hundertprozentig für euch da, dass das Ding ganz, ganz groß wird. Volker hat mir jetzt gerade gesagt, nächsten Tagen, wenn er mich braucht, irgendwo, bei ihm geht jetzt jemand gerade ganz schneller mal auf Manager und dann Direktor. Wir werden alles mithelfen. Aber da passiert ja drunter Struktur. Das bringt ja für irgendjemand Punkte für den Pool. Aber natürlich auch, wenn es irgendwann keinen Pool mehr vielleicht gibt oder nicht in dieser Art, dann sind da so viele Leute, die ja ständig Volumen produzieren. Es kommt ständig dadurch Einkommen zustande. Und das ist eine Maschinerie, die wir gerade lostreten, die unendlich groß werden kann. Gibt es kein Limit. Wer hat da noch Fragen dazu? Es ist ganz wichtig, dass eure Fragen beantwortet werden. Es muss euch klar sein. Verstanden? Hand hoch, wer es verstanden hat. Okay. Hand hoch, wer ein bisschen Urlaubsgeld zusätzlich hätte von dem einen oder anderen Tausender. Ja, da gehen gleich mehr Hände in die Höhe. Das ist, ja, und genau das ist. Und das Schöne ist, keiner macht es alleine. Wie es Peter auch gesagt hat, man arbeitet im Team. Thomas hat jetzt auch gesagt, oh, ich habe es im Gesicht gesehen, jetzt verstanden, okay, ich kann meinen Leuten helfen, dass die in den Pool gewinnen, dann bin ich automatisch Gewinner. Kümmern wir uns um unsere Leute. David Moses hat so schön gesagt, wenn wir Leute helfen, dass die ins Geldverdienen kommen, dass die sich ein Geschäft aufbauen mit unserer Unterstützung, dann hören uns die nie auf. Und wenn wir sechs Leute haben zum Beispiel, die 2000 Euro verdienen, verdienst du 10.000 im Monat. Hilfst du sechs Leuten, dass die 2.000 im Monat verdienen und du verdienst 10.000 im Monat? Die meisten Menschen in Österreich zumindest haben noch nie im Monat 10.000 Euro verdient. Und hier, wenn du über die nächsten ein, zwei, drei Jahre nur sechs Leuten hilfst, dass die 2.000 verdienen, verdienst du 10.000. Ist das, was die Linda Proctor immer sagt. Hilf sechs Menschen, hab six people to earn minimum of 2.000 a month. Dann hast du 10.000. Hilf sechs Leuten, dass sie mindestens 2.000 im Monat verdienen mit den Cycling, dann ist so viel Volumen darunter, dass du automatisch mindestens 10.000 im Monat verdienst. Das heißt, wir machen Menschen erfolgreich und nebenbei werden wir es auch. Automatisch. Besser, du sagst, du machst 10 Leute erfolgreich. Hilf 10 Leuten, dass sie zumindest auszahlungsberechtigt sind. 5 rechts, 5 links, dann bist du Executive. Geh noch einen Schritt weiter. Hilf 10 Leuten in deinem Team, dass sie Executive werden und du bist reich. Hilf 10 Leuten, dass sie selbst, jeder von denen, so eine Collage haben mit 10 Leuten darunter und selbst Executive sind. Hilf 10 Leuten, dass sie gutes Geld verdienen, hast du 10 Leute ziemlich glücklich gemacht und du brauchst nicht mehr überlegen, wenn du einkaufen gehst. Rupert. Sorry, jetzt eine kurze Frage zu dem Bild. Du brauchst 5,5 für ein Exekutiv oder 2,8? Das ist nämlich ein Diskussionspunkt. Also bis zum Managerrang, Entschuldigung, bis zum Direktorrang ist es völlig egal, können es auch sein 6 und 0. Okay. Kannst du auch 6 auf einer Seite haben, auf der anderen 0 von den Consultants, ja? Okay. Manche haben dann 3, 3, manche haben 4, 2, manche haben 5, 1.
Bei Executive brauchst du fünf auf der rechten Seite und fünf auf der linken Seite, die Consultancy. Ich finde das auch super. Damit weiß jeder, der bei irgendjemand bei uns registriert ist, dass wir uns nicht nur auf ein Bein konzentrieren, weil da die Freunde drinnen sitzen oder sonst irgendwas oder die Partnerin, sondern dass wir beide Beine aufbauen müssen und dass jeder weiß, dass auf seinem Ast Leute reinkommen. Das lässt sich nicht verhindern. Wenn jemand aus deiner Upline Executive werden will, dann muss er in beiden Beinen mindestens fünf bezahlte Consultant haben. Das heißt, er muss mindestens einmal 30 Leute in den Bein setzen. Und wir wissen, nicht jeder wird Consultant oder sonst was, manche sind auch nur Kunden. Das heißt, es passiert dadurch auf beiden Beinen garantiert etwas. Also es gibt keinen schlechten Platz, wenn jemand eine aktive, direkte Upline hat. Gibt es keinen schlechten Platz, weil es muss bei dir was reinkommen von der Upline, sonst kann er gar nicht Executive werden. Geht nicht, das Also geht nicht. bis zum Direktor können wir mischen, Bis aber zum Direktor Executive. kannst mischen, kann sein 5-1, völlig egal, 4-2. Bei Executive müssen es sein mindestens 5 links, 5 rechts. Alles klar, danke. Und darum klebt euch auf 10 Post-its, 5 links, 5 rechts, irgendwo auf dem Kasten heute noch, schreibt Namen drauf, ruft die Leute an und sagt: Ich möchte etwas zeigen, was dich vielleicht genauso begeistert wie mich. Ich verändere gerade mein Leben Richtung Gesundheit, Zeit und Geld. Ich hätte gern alle drei Dinge in voller Fülle. Und dann wird es Menschen geben, die sagen: Ja, Zeit interessiert mich oder Geld interessiert mich oder Gesundheit oder alle drei Dinge. Und wenn die Person sagt, ist derzeit nicht interessant, schmeißt dieses Post-it mit dem Namen nicht weg. Gebt es auf die Ersatzbank. Ja, so Ersatzbank. Klebt das unten hin. Die rufen euch irgendwann wieder an oder kommen wieder mit euch in Kontakt. Und dann kann es im zweiten Anlauf klappen, was die Leute sagen: Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich will losstarten, weil ich habe die anderen Projekte nicht mehr oder meine Firma ist in Konkurs oder sonstiges, völlig egal, oder meine irgendwas ist passiert, keine Ahnung, meine Tennisschläger sind alle veraltet, ich brauche neue Tennisschläger, ich brauche dafür 2000 Euro oder sonst. Kann ja alles passieren, völlig egal. Auf jeden Fall schmeißt die Post-it nicht weg. Aber wenn jemand Nein sagt oder derzeit nicht, auf die Ersatzbank, neues Post-it hin, neuen Namen darauf, die Person anrufen und wieder fragen: Hey, ich baue mir gerade ein Team auf. Willst du mit mir zusammenarbeiten? Willst du mit mir zusammenwirken? Wenn ihr das konsequent macht, dann habt ihr irgendwann einmal, dass die 10 Post-its auch dort kleben bleiben, weil die 10 sagen: Ja, ich will. Und wenn du jedem nur hilfst, dass er auszahlungsberechtigt ist, jeder nur zwei Leute unter sich hat, bist du Executive. Schaffst du das innerhalb der ersten 180 Tage, das heißt 6 Monate, das ist ein langer Zeitraum, um nur 10 Leute zu haben, die zwei unter sich haben. Wir haben da noch keine Riesenstruktur. Dann kriegst du von Isagenix bis dahin beim Manager-Rang 221 Euro, beim Direktor-Rang 600 irgendwas und dann noch einmal beim Executive 800 irgendwas Euro. Das heißt, knapp 2000, die du extra rausbekommst, weil du bestimmte Ränge erreichst. Und das ist attraktiv. Gleichzeitig entstehen ja 10 Consultants. Was bekommt man für einen Consultant, wenn du jemanden unterstützt, dass er Consultant wird? Wir bekommen von Isagenix wie viel Geld? €44. 88. Ah, zwei, ah ja, zweiter Linie. Genau. 88. Die Person selbst bekommt 44, weil sie Consultant wird. Du bekommst aber als Sponsor, weil du begleitest, 88 Euro. Bis zu 20 Mal bei Isagenix. Also für die ersten 10 hast du schon 880 bekommen oder du kriegst das noch 10 Mal. Sind wieder über 1700 Euro. Also Isagenix zahlt da wirklich viel Geld aus für das, dass wir Menschen helfen, dass die ins Geldverdienen kommen. Und wir werden gleichzeitig bezahlt dafür. Also ganz spannend. Helfen wir Menschen, dass die zwei unter sich haben, auszahlungsberechtigt werden, jedes Mal 88 Euro. Das sammelt sich wirklich was an. Stell dir vor, du machst jede Woche nur eine Person, die zwei unter sich hat. Verdienst du an den Cycling wahrscheinlich, mal da den 50er, da den 50er, aber du kriegst 88 dazu, wenn du jetzt 150 die Woche hast, das sind schon 600 im Monat. Da würden manche Familien schon weniger streiten oder diskutieren, wenn sie 600 Euro zusätzlich zur Verfügung hätten. Manchmal ist wirklich bei manchen so knapp im Budget, dass Diskussionen entstehen, weil ein paar hundert Euro in der Familienkasse fehlen. Und hier kann man das, ich sage mal, wenn man sich engagiert, relativ in absehbarer Zeit Tausender dazu verdienen ohne Probleme. Oder auch deutlich mehr.
Und dieser Pool, von dem wir heute sprechen, um den es geht, hilft noch zusätzlich mit, dass jemand sagt, okay, ich helfe euch ein paar Menschen, dass die auch ins Geldverdienen kommen, die mitmachen oder in der Struktur dabei sind. Dadurch jedes Mal, wenn du jemanden neuen reinsetzt in die Struktur, hilfst du ja schon den Bestehenden, dass die wieder Volumen, Umsatzvolumen drunter bekommen, weil du musst sie aufs linke oder rechte Bein setzen. Jeder freut sich, wenn du jemanden registrierst mit einem Umsatz, weil der Umsatz irgendwo unter Menschen reinkommt, die du auch in der Struktur schon hast. Also die freuen sich ja dann riesig, dass da mehr passiert, mehr Umsatzvolumen. Vielleicht haben die dann auch wieder jemanden. Und somit kriegt das Ganze eine Dynamik. Und durch diese Dynamik entsteht einfach ein Zusammenhalt, eine Community, die mit Freude auch weiter vorangeht, weil man sieht, da passiert was. Wer hat irgendjemand unter sich, den er nicht kennt, der nicht von einem selbst ist? Kurzes Handzeichen. Okay, so gut wie jeder hat irgendjemand irgendwo drunter, der nicht von ihm selbst oder von ihr selbst eingeschrieben wurde. Das ist das Schöne an diesem binären System. Sonstige Fragen? Wer sich noch nicht so auskennt oder wer sagt, okay, interessiert mich komplett, ich will durchstarten. Ruft die Person an, die euch ins Geschäft gebracht hat. Wenn sich die Person auch nicht auskennt, kein Problem, ruft den an, der wieder drüber ist, bis jemand aus eurer Upline im Call dabei ist oder in der Begleitung dabei ist, der sich auskennt mit dem System. Lasst euch begleiten, geht als Team voran. Dieser Team-Spirit, das macht so Spaß, was da für Energie entsteht, wenn mehrere am gleichen Strang ziehen und wenn nicht nur einer am Strang zieht und alleine dasteht, weil es gibt Höhen und Tiefen in diesem Business, wo was gelingt oder nicht gelingt. Ich weiß auch beim Peter, da war jemand im Team, der hat, glaube ich, 20 Neins bekommen, Peter. Der hat gesagt, er will nicht mehr. Und der 21. hat sich registriert. Ist das richtig? Ja, also ich weiß nicht genau, ob es 20 oder 22 oder so waren, aber es waren auf jeden Fall extrem viele. Und also das war tatsächlich so mein persönlicher Held in dem Ganzen, weil der hat immer wieder dann gezweifelt und gehadert und trotzdem weitergemacht. Ja, und einfach sich immer wieder darauf eingelassen und gesagt, okay, ich mache einfach weiter. Dann hat er den ersten eingeschrieben. Ja, und beim nächsten Gespräch plötzlich gleich den zweiten. Ja, also manchmal ist es dann auch anders. Ne? Also, und das zweite war dann plötzlich ganz einfach und sogar eine relativ hohe Bestellung, dass er einen schönen Erstbestellungsbonus gekriegt hat und so weiter. Also da war der Knoten irgendwie jetzt gefühlt geplatzt. Ne? Erklären kann man sowas ja nicht, ne? Aber genießen kann man es, wenn das dann einem so geht, gerade der so vorher gezweifelt hat und immer wieder frustriert war und Mann, das gibt's doch nicht und warum immer bei mir und so weiter und plötzlich läuft es. Ne? Und ich hoffe, dass es jetzt so anhält, aber ich glaube es einfach, ne? Und also es freut mich ohne Ende. Super. Danke auch für diese Geschichte. Das ist so wichtig. Wir hören oft die Erfolgsgeschichte. Wir sollten auch hören, okay, da gibt es Leute, die haben auch Neins. Aber auf einmal bekommen die Ja's und sie wissen, das nächste Gespräch kann sowohl ein Ja oder ein Nein sein, weil sie haben Ja's erlebt, sie haben viele Neins erlebt, aber auch Ja's erlebt. Sie wissen, das nächste Gespräch kann wieder ein Ja sein oder vielleicht ein Nein. Aber in den nächsten 20 Gesprächen werden auf jeden Fall wieder ein paar Ja's dabei sein und ein paar Neins. Völlig egal. Das Team wächst. Das Team wächst. Ja. Und das ist es. Ich habe Tausende, zigtausende Neins, glaube ich, in den 22 Jahren erhalten, bevor ich irgendwann einmal so diese Auszeichnung von Isogenics bekommen habe. Ja? Das ist gepflastert von tausenden Neins gewesen. Aber eins war klar, never quit. Für mich war ganz klar, ich höre nicht auf, bis das Ziel erreicht ist. Da kann passieren, was will. Können tausende Neins sein. Es gibt niemand auf der Welt, der nur Neins bekommt. Du musst nur lang genug vorangehen, bis die ersten Ja's entstehen. Irgendwann entstehen sie. Was ich sehr schön anschaulich fand, war ein Beispiel, wenn da hat jemand mal erklärt, was ist der Wert eines Neins? Ja, und dachte ich erst, was ist das? Das ist ja absurd, was soll ein Nein schon wert sein? Ja, aber was hat er gemacht? Er hat es einfach mal vorgerechnet und gesagt, hat genaue Statistik geführt in seinem Netzwerk und hat dann irgendwann festgestellt, ich habe jetzt so und so viel verdient insgesamt, ich habe in der Zeit so und so viele Leute angesprochen und wenn man das durcheinander teilt, dann habe ich im Durchschnitt praktisch 100, ich glaube, es waren 150 Pfund verdient,
Mit einem Nein, genauso wie mit einem Ja. Egal, wenn ich einen anspreche, habe ich 150 Pfund verdient. Das ist so das Durchschnittliche, was aus einem Anspracheversuch rausgekommen ist bei ihm. So, und er hat jetzt gesagt, wenn ich jetzt jemanden anspreche und mir überlegt, der sagt vielleicht Nein, dann ist mir das egal, weil ich weiß, ich habe 150 Pfund verdient. Das mache ich doch gerne. Ne? Das ist leicht verdientes Geld. Ne? Und vielleicht sagt er ja aus Versehen auch Ja. Und wenn man da so entspannt rangeht und weiß, ganz egal, was der antwortet, im Schnitt habe ich einfach jedes Mal Geld verdient. Dann macht es richtig Spaß und dann hat man auch keine Angst vor einem Nein. Danke, Peter. Kommt irgendjemand aus dem Sport hier? Macht jemand Sport? Kennt jemand Tennis? Doch. Ich hab mir das einmal wirklich angetan. War gar nicht so viel Aufwand. Ich habe geschaut bei einem Grand Slam-Turnier, das Djokovic gewonnen hat, wo er, glaube ich, 2,4 Millionen bekommen hat für einen Sieg. Habe ich geschaut, wie oft hat er serviert. Ja? Und habe nur die Anzahl der Service pro Match durchdividiert, insgesamt von den ganzen Matches, durch die Summe, die er am Schluss bekommen hat. Und es ist rausgekommen, pro Aufschlag hat er bekommen 18.900 Euro. Auch beim Doppelfehler. Also, wenn ich für einen Doppelfehler 18.900 Euro bekomme, dann freue ich mich schon auf den nächsten Doppelfehler. Ja? Klar, hier und da macht er auch ein Ass, ja. Aber die meisten Service sind weder Ass noch Doppelfehler. Die gehen halt irgendwie ins Feld rein, ja. Oder auch nicht so gut. Aber genau das ist, was der Peter sagt. Wir müssen uns einfach überlegen, was kommt im Endeffekt raus? Und das dazwischen ist Training, ist Übung. Und wenn wir jetzt Leute begleiten und ihnen sogar noch die Kraft geben, dass sie über die Nines besser drüber kommen, wenn wir mit diesem Pool mit Menschen arbeiten und denen helfen, dass die Leute ins Team bringen, auch ihre Nines bekommen, aber auch Ja's bekommen und das Team wird größer, dann sind die Doppeltgewinner. Sie haben ein Team, das Stabilität bringt für die Person, aber auch für dich. Es bringt regelmäßig Auszahlung an diesen Umsätzen, an diesen Cycling und es bringt vielleicht auch in diesen 4 Wochen den Pool. Das heißt, 4 Wochen wirklich zu sagen, ich hole mit mir die Chance dieser extra Auszahlung, dann ist es ein guter Moment, heute zu starten. Und wer Hilfe braucht, sagt einfach Bescheid. Super. Für die Nines habe ich eigentlich eine Erklärung aufgebaut, weil viele sagen, ja, wenn ich 15 Nines bekomme, das funktioniert nicht. Ja, nur das ist aber nicht so. BMW hat nur als Hausnummer einen Marktanteil von 10%. Das heißt, ich hätte bei 100 Anfragen müsste ich 90 Nein kassieren, bis ich den ersten BMW-Kunden finde. Also kann ich nicht sagen, dass BMW nicht funktioniert zum Verkaufen. Und genau das ist eigentlich der Denkfehler, den viele haben. Die 20 Neins sind im Prinzip uninteressant. Du weißt ja nicht, ob der 21. nicht der nächste Exekutiv ist. Danke. Ich glaube, wir hatten jetzt wirklich Wichtig ist viele. immer nachfragen, kein Vergessen, immer nachfragen, bleiben, dabei bleiben, oder? Weil manchmal braucht es sogar 21 Mal, bis du den dabei hast. Danke, Werner. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich das mit den Eins irgendwo so zurechtzulegen. Wichtig ist, dass ihr mindestens eine findet, an die ihr glaubt, mit der ihr gut zurechtkommt und die euch wirklich hilft, dann auch mal, wenn es ein bisschen hart kommt, dann durchzuhalten. Na, welche das ist, ist eigentlich egal. Ja, also ihr habt alle mitbekommen, keiner von uns hat diesen Zauberstab, wo er sagt, jeder Kontakt wird ein Ja. Es geht nur darum, mit wie vielen Menschen sprichst du. Wenn du weißt, deine Quote ist einer von 20 und du machst 20 Kontakte im Jahr, dann hast du halt einen Partner im Jahr. Machst du die 20 Kontakte im Monat, dann hast du einen Partner im Monat. Machst du die 20 Kontakte in der Woche, dann hast du jede Woche einen neuen Partner, mit dem du duplizieren kannst. Und es gibt sogar Leute, die sagen, es ist egal, 20 mal mit Leuten 3 Minuten sprechen, 20 mal 3 sind 60 Minuten. Das ist eine Stunde am Tag, wo ich mit 20 Menschen nur 3 Minuten geredet habe und gefragt habe, ob Zeit, Geld oder Gesundheit eine Rolle spielt in deren Leben. Dann hast du vielleicht an einem Tag einen Partner und das vielleicht jeden Tag. Auch das erleben wir im Team, wo Leute fast jeden Tag jemanden registrieren. Es liegt an euch, welche Quantität ihr euch vornehmt, mit der ihr euch wohlfühlt. Bisschen strecken ist immer gut. Man weiß, wenn man den Muskel aufbauen will, muss man manchmal ein bisschen mehr tun als die gewohnte Leistung bringen. Und vielleicht ist es auch heute hier der Ansporn für euch, die extra Meile zu gehen.
Ich hoffe, es haben sich einige Fragen für euch beantwortet. Ich hoffe, es war auch einiges an Motivation von euch dabei. Ihr müsst es nicht alleine machen. Geht auf eure Upline zu. Wir wollen euch helfen, erfolgreich zu werden. Das liegt bei uns im Blut und das ist auch unsere Strategie in diesem Team, dass wir untereinander uns helfen, dass jeder seine Ziele erreicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, vielleicht heute noch den einen oder anderen Erfolg oder eine gute Planung. Alles Gute, schönen Abend und tschüss.